Hallo liebe Red Dead Redemption Zocker, hier ein weiteres Goldvideo von mir. Diesmal kümmern wir uns um die Mission der Goldene Käfig. Ja, ganz klassisch in Shady Bell in Kapitel 4 im Camp anwählbar. Ja, die Mission ist sicherlich eine der leichtesten, wenn man weiß, was man zu tun hat. Wir werden im Verlauf der Mission eine Party besuchen, da muss man einige kleine Missionsziele erfüllen, sind aber keine Schießereien oder ähnliches in der Mission, so dass man wirklich nur weiß, wo oder nur wissen muss, wo man sich hinbewegen muss. Am Anfang der Mission skippe ich das Ganze jetzt mal ein bisschen hier, die Sequenzen, und wir müssen wirklich Dutch auch nur folgen. Ja, sobald wir jetzt hier auf der Party angelangen, kriegen wir die Anweisung von Dutch, uns unter die Leute zu mischen. Hier müssen wir jetzt ein großes Missionsziel erfüllen. Als erstes müssen wir einige Drinks einschenken. Das machen wir direkt hier vor Kopf bei den Ladies. Ja, das Missionsziel im Gesamten heißt, schenke einige Drinks auf der Party ein, mache einer Person ein Kompliment, rette ein Leben und nimm ein Geschenk an. Ja, das gilt als ein großes Missionsziel. Unterteilt in vier kleine Abschnitte. Also als erstes soll man auf der Party Getränke einschenken. Das haben wir jetzt erledigt. Jetzt gehen wir hier nur ein Stück geradeaus. Sehen hier schon diese sehr, sehr auffällige Frau mit der lustigen Kopfbedeckung. Ja, hier werden wir jetzt das Kompliment machen. Das ist dann das zweite kleine Missionsziel. Müssen wir hier ein Momentchen warten, bis sie sich mit ihrer Freundin unterhalten hat. Und dann können wir ihr ein Kompliment machen. So, sobald die Freundin weggeht, L2 drücken und dann Viereck, Kompliment zur Hutbedeckung machen. Haben wir auch erledigt. Somit haben wir dann schon zwei von vier Dingen erledigt. Also Drink servieren und ein Kompliment machen. Ja, müssen wir kurz hier die Konversation abwarten. Dann laufen wir gerade weiter. Als nächstes retten wir ein Leben. Ja, das ist hier dann bei dem linken Herrn an dem kleinen Buffettisch hier. Verschluckt sich jetzt gleich an der Nuss. Ihr wartet dann einfach, drückt wieder L2 und diesmal Viereck für helfen. Ja, hier folgt jetzt anschließend auch eine kleine lustige Konversation. Müssen wir auch ein Momentchen warten. Der gute Mann hier wird im Verlauf der Story übrigens auch noch eine Rolle spielen, eventuell. Also falls ihr die Quest für die exotischen Gegenstände abschließen wollt, wo ihr dann auch eine einzigartige Waffe am Ende als Belohnung bekommt, also ihr müsst dann relativ viele Reiherfedern und ähnliches sammeln und auch einige seltene Orchideen für den guten Mann. Wenn ihr die ganzen Quests abgeschlossen habt, bekommt ihr eine Belohnung, unter anderem einen Revolver. Ja, die ist jetzt eine, oder diese Quests von dem guten Mann wären jetzt hier nach der Mission der Goldene Käfig dann auch anwählbar. Ist ein Stück über Saint-Denis, falls es euch interessiert. Wird, wie gesagt, nach der Mission dann freigeschaltet. Dann könnt ihr den Mann auch noch öfters treffen. Dann geht ihr hier den Weg zurück. Das letzte Missionsziel ist jetzt hier ein Geschenk anzunehmen. Hierzu spricht er die beiden Herren an, die hier stehen. Seht ihr hier auf der Karte, also links ist dann am Ende das Missionsziel. Ja, kurz davor stehen die beiden Herren hier an der Ecke, auch eine kleine Konversation. Und dann kriegt ihr ein paar Theaterkarten geschenkt von den beiden Herren. Somit haben wir das große Missionsziel dann schon mal erreicht. Wie gesagt, es sind vier kleine Abschnitte unterteilt. Drink servieren, Kompliment machen, ein Leben retten und ein Geschenk annehmen, was dann jetzt in dem Falle die Theaterkarte ist. So, danach begebt ihr euch dann zu dem gelben Punkt. Ja, zu dem Missionsziel. Hier gibt es jetzt auch ein kleines Gespräch, müsst ihr da nichts machen. Ich skippe das Ganze jetzt gleich.
folgenden Verlauf macht dann jetzt ein Gast ein bisschen Theater auf der Party, hat ein bisschen viel getrunken. Ihr begleitet den Herrn jetzt hier nach draußen, geht einfach um den Brunnen rum ein paar Meter. Seht da schon, der gelbe Bereich ist groß eingezeichnet. Tretet da kurz, dann geht eigentlich alles automatisch. Danach geht er wieder zurück zu der Person. Dann folgt eine weitere Sequenz. Und dann beginnt das zweite Missionsziel, dass ihr die Person unbemerkt beschattet. Ja, nach der Sequenz seht ihr den gelben Punkt direkt. Guten Mann hier in der weißen Jacke. Ja, wie immer, wenn ihr jemanden verfolgen müsst, bleibt ein bisschen auf Distanz. Es gibt jetzt nichts Großartiges zu beachten, außer dass ihr wirklich nicht zu nah rangehen solltet. Ihr folgt dem Mann hier, geht jetzt hier die Treppen hoch, immer in sicherer Distanz. Da kann nicht viel passieren, wenn ihr wirklich ausreichend Abstand haltet. Na, jetzt kann man sich hier langsam schon mal zu den Treppen bewegen. Anschließend spricht er dann hier mit dem Wachmann oder mit dem Polizisten. Nachdem er mit ihm gesprochen hat, geht der Polizist dann geradeaus. Das ist dann euer Zeichen, dass ihr ihm weiter folgen könnt, wo ihr dann ganz sicher seid. So, dann geht er hier rechts die Treppen hoch. Ihr müsst im Endeffekt immer nur den gelben Punkt im Auge behalten. Ich habe es jetzt hier immer so gemacht. Ich habe mich hier immer so ein bisschen durchs Haus geschlängelt, habe mich mit R1 immer hier an die Wände gedrückt, um auf Nummer sicher zu gehen, dass er mich wirklich nicht sieht. Hier spricht er jetzt den nächsten Mann an, das gleiche Spiel wieder. Sobald der Mann weggeht, könnt ihr ein kleines Stück weiter nach vorne. Lehnt euch hier mit R1 an die nächste Wand. Ja, wartet wieder ein paar Sekunden ab. Ist also wirklich sehr, sehr einfach hier den Mann zu beschatten. Könnt ihr in aller Ruhe machen. Könnt ihn auch ruhig dann mal hier ein Stück. Jetzt sehe ich ihn nicht direkt, aber man sieht ja den gelben Punkt hier auf der Karte. Geht man jetzt hier rechts direkt rum, stellt sich wieder in die Ecke. Na, spricht er hier mit dem Dienstmädchen, müsst er wieder einige Sekunden warten, bis er dann die Treppen links von euch hochgeht, die ihr schon seht im Hintergrund. Na, wartet hier auf jeden Fall das Gespräch ab. Nicht zu früh. Nicht zu gierig ihm hinterherlaufen. Könnt ihr mir immer in aller Ruhe folgen. So, jetzt geht er die Treppen hoch. Jetzt können wir hier auch wieder weiter stiefeln. Gehen die Treppen hoch und dann haben wir es auch schon fast geschafft. Mission ist auch schon fast vorbei jetzt. Also wirklich eine sehr, sehr einfache Goldmedaille. Wenn ihr einmal wisst, vorrangig, wen ihr hier auf der Party ansprechen müsst, welche vier Personen. Ich denke hier, diese kleine Verfolgung ist wirklich sehr, sehr einfach. Kann man kaum Fehler machen. Hier warten wir jetzt das letzte Mal. Jetzt sehen wir hier, dass er hier was versteckt, beziehungsweise nach irgendwelchen wichtigen Unterlagen sucht, die wir natürlich jetzt gleich klauen werden. Na, warten wir da die ganze Zeit, dann bekommen wir sogar gleich das Zeichen hier. Hole das Kontrollbuch aus dem Schreibtisch. Das Ganze machen wir dann. Der gute Mann geht hier weiter geradeaus. Warten wir ganz kurz, bis er um die Ecke ist. Einfach das Kontrollbuch untersuchen mit Dreieck. Bricht Arthur hier die Schublade auf und holt sich einige wichtige Informationen. So, und wenn das Ganze erledigt ist, gehen wir im Endeffekt den Weg zurück, den wir gekommen sind. Also jetzt hier nicht geradeaus weiter in den Raum, sondern zurück die Treppen runter, von wo wir gekommen sind. Ich denke, das ist der kürzeste Weg zu Dutch. Wir müssen jetzt einfach nur noch zurück wieder zu Dutch. Gehen die Treppen runter. Ein Stückchen geradeaus, hier an der Säule vorbei und dann durch die große offene Tür. Hier steht links dann auch schon Dutch. Nächsten paar Sekunden skippe ich mal, kommt nur eine Sequenz. Wir verlassen jetzt die Party, einfach nur Dutch folgen, wie schon am Anfang. Und dann sind wir eigentlich auch schon wieder zurück im Camp. Dann ist die Mission schon erledigt. Nächste Goldmedaille ist sicher. Können das Ganze noch mal ganz kurz überprüfen. Der goldene Käfig.
Das erste Missionsziel, wie ich gesagt hatte, schenke auf der Party einige Drinks ein, mache einem Gast ein Kompliment über seine Aufmachung, nehme ein Geschenk an und rette ein Leben. Und dann folge dem Diener, ohne entdeckt zu werden. Das ist das zweite Missionsziel. Ganz kurz zur Eingliederung. Wir befinden uns jetzt, ja, ich würde mal sagen, in der Mitte von Kapitel 4. Sieht sehr, sehr gut aus. Bisher hier alles auf Gold. Viele einfache Missionen dabei in Kapitel 4. Das ist sehr, sehr gut für uns. Wir sehen uns im nächsten Gold-Video. Macht's gut, bis bald und tschüss.